Monika. Hallo. In a nutshell, was machen die Studis im Kurs? Im Kurs Trend and Market Research schauen wir uns an, wie eine Produktidee oder Dienstleistungsidee marktorientiert gestaltet sein kann und gestaltet sein muss. Es gibt eine ganze Reihe von Entscheidungen, die man natürlich treffen muss, wenn man was umsetzen möchte. Und damit man diese Entscheidungen auch wirklich informationsgestützt treffen kann, schauen wir uns vor allem das Thema Marktforschung an. Also Marktanalyse im Generellen, das Umfeld, aber auch den Markt und die Wettbewerber und die potenziellen Kunden im Markt. Das machen wir, indem wir zum einen schauen, was sind qualitative Forschungsansätze, was sind quantitative und welche verschiedenen Datenquellen können wir da nutzen. Also wir gehen zum einen ein bisschen Sekundärdaten, schon bestehende Daten und schauen dann verschiedene Datenbanken, deutsches Patent- und Markenregister, aber auch Unternehmensdatenbanken und machen auch eine eigene Umfrage, also erheben Daten auch selber als Primärdatenerhebung. Das ist total spannend. Jetzt sag mal, warum brauchen unsere Studis diesen Kurs? Um es nicht an dem Markt vorbei zu entwickeln, um Dinge zu entwickeln, die auch wirklich gebraucht werden, die es noch nicht gibt und für die Menschen dann irgendwo auch, die Menschen dann auch einsetzen wollen. Also wenn wir wirklich einen Impact haben wollen, brauchen wir natürlich auch was diesen Impact verursachen kann, bewegen kann. Und genau, es muss sich auch so entwickeln werden, dass es Leute nutzen können. Und oft ist es auch so, wir müssen andere von unserer Idee überzeugen. Und dafür müssen wir auch klar machen, es ist ein Markt dafür da. Es gibt genügend Leute, die das brauchen. Und es gibt noch kein geeignetes Wettbewerbsprodukt. Diese Informationen wirklich gut und fundiert und überzeugend zu sammeln, auszuwerten und dann auch überzeugend präsentieren zu können, das schauen wir uns im Kurs an. Also Impact ist ein gutes, interessantes Stichwort. Also es gibt ja auch ein Handlungsfeld im Curriculum, Creating Impact. Und als letztes würde mich noch interessieren, wie findet denn der Impact im Curriculum bzw. mit den Studierenden statt? Also wo findet die Verknüpfung zwischen Coding, Design und Entrepreneurship statt? Da habe ich auch noch eine Folie dazu. Die zeige ich auch noch. Wo findet die Verknüpfung von Coding, Design und Entrepreneurship statt? Genau, wenn wir was auch wirklich realisieren wollen, müssen wir uns halt auch überlegen, wer braucht das Ganze? Coding ist für mich so ein bisschen die technische Umsetzungsseite. Wie kann ich das danach umsetzen? Design umfasst auch ganz viele Aspekte, die eng mit Entrepreneurship verknüpft sind. Weil natürlich, es muss auch immer ausgerichtet sein auf eine Zielgruppe. Es muss für die Zielgruppe nützlich sein. Es muss für die Zielgruppe auch sinnvoll und wertvoll sein. Und dieses wertvoll können verschiedene Aspekte natürlich sein. Und im nächsten Schritt muss ich mir natürlich auch überlegen, wie kann ich das Ganze wirklich realisieren? Wie verdiene ich damit Geld oder wie kriege ich es finanziert? Also insofern, die Themen greifen natürlich alle ganz eng ineinander, um dann eben auch eine Idee sowohl konzeptionell als auch marktseitig, als auch von der Gestaltung, als auch von der Technik her wirklich realisieren zu können. Herzlichen Dank, Monika, für die Insights in deinen Kurs Trend and Market Research. Dankeschön. Sehr gerne. Dankeschön.